Am 7. Dezember erreichte die MS Amera als letztes Kreuzfahrtschiff für dieses Jahr den Wismarer Hafen. Die Hansestadt Wismar hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kreuzfahrtgästen an diesem Tag ein weihnachtliches Konzert zu bieten. Für die Organisation ist die Arbeitsgruppe Kreuzfahrt verantwortlich. Diese gibt es bereits seit 10 Jahren. Beteiligt sind der Verein Pöhler Kogge, der Shantychor sowie der Aufbauverein St. Georgen. Unsere letzte Tagung war im Oktober. Und da wurde uns genannt, dass wir noch einen Anlauf haben. Und zwar die Amera am 7. Dezember, das ist also heute gewesen. Und was man da machen könnte. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch noch mal so ein Adventskonzert machen. Gesagt, getan. Der Chor der Hansestadt Wismar hat direkt zugesagt und auch Pastor Thomas Krämer war von der Idee begeistert. Kam ein Anruf von Frau Raum, ob diese Möglichkeit besteht. Und als ich dann fragte, wie viele Gäste wir hier erwarten dürfen, sagte sie, naja, wie viel kriegen Sie denn unter? Und da haben wir überlegt, wie viele Stühle wir haben und wie viele Bänke wir haben. Und sie hat gesagt, naja, den Platz brauchen wir schon. Und das ist für uns auch wirklich was Ungewöhnliches. Und dann haben wir die Kirche hier mit Ehrenamtlichen entsprechend eingeräumt und haben auch noch dafür gesorgt, dass man dann auch ein warmes Getränk vorher hat. Und die Absprachen sind vorher total gut. Es gingen ein paar Telefonanrufe und dann war das hier organisiert und wir waren bereit, die Menschen zu empfangen. Der Chor der Hansestadt Wismar sang unter der Leitung von Frank Flade 13 Weihnachtslieder. Das Publikum genoss das Konzert und die gemütliche Stimmung. Am Ende bedankten sich die Kreuzfahrtgäste mit gebührendem Applaus. Ein tolles Gefühl für den Chor. Es ist immer schön, auch mal Gäste vor Gästen zu singen, die eben nicht aus der Stadt kommen. Und die Resonanz war, glaube ich, ganz gut. Das hat, glaube ich, sehr gut gefallen. Und einige haben auch gesagt, dass sie uns vor 4 Jahren schon mal gesehen hatten in der Georgenkirche. Also es war wirklich schön. Den Veranstaltern der Kreuzfahrt Phoenix Reisen ist es ein wichtiges Anliegen, ihren Gästen sowohl an Bord als auch an Land ein unvergessliches Programm zu bieten. Daher freute sich Kreuzfahrtdirektor Moritz Stettfeld über die Einladung. Wir haben eine Einladung der Stadt Wismar erhalten, des Aufbauvereins St. Georgen und auch der Heiligen Geistkirche, dass heute Abend ein Weihnachtskonzert hier stattfindet. Da haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut und wir an Bord haben dann alle Gäste darüber informiert, über die Durchsagen und auch eine Einladung wurde verteilt an die Gäste. Und so sind wir dann gemeinsam hier hingelaufen und die Atmosphäre ist Wahnsinn. Noch am selben Abend legte die Amera Richtung Stettin in Polen ab. Der Chor der Hansestadt Wismar wird nochmal am 17. Dezember in der Heiliggeistkirche singen.